So, und die ersten sind auch schon hier am Kommentatorenpult vorbei. Dann ordentlich noch einen aushängen. Ja, hier großer Fanclub. Das Rennen ist jetzt beendet. Und für Sie hier ein vielfältiges Nahtzuwahrscheinlich. Ist das Rennen beendet? Wunderbar geschafft. 65. Jawohl, insgesamt bitte beachten Sie, wir haben einen Linkskurs. Das heißt, wir fahren links herum und die rechte Seite wird überholt. Immer auf der rechten Seite überholen. Die halbe Stunde ist rum. 30 Minuten, 10 Minuten haben wir noch. Keine Gesamtzeit auf meinem Rechner.
Das sind einmal die... Ihr sie selber nennt. Also er bastelt aus vielen, vielen Einzelteilen seine Räder zusammen. Die werden nicht nur vorwärts, sondern auch passend. Aus Luxemburg eine Gruppe, die seit 1962 schon besteht. Club der Verrückten. Das heißt, seit 50 Jahren werden diese verrückten Räder schon gebaut. Inzwischen sind es rund 60 diese Eigenkonstruktionen. Es gibt ja noch Leute, die sich ein bisschen einfahren wollen. Vielleicht könntet ihr ein bisschen klein bisschen Platz machen. Und der Klaus Reh. Diese drei hätten wir noch gerne losgeworden. Verrückte Vehikel, verrückte Fahrräder. Angefangen vom Skateboard. Bis 45 fahren die. Und auch die Tandems gehen auf die letzte Runde. Der schnellste, es ist zu Ende. Alle, jetzt kommen. Ja, und hier ist der Sieger und der schnellste. David Goethe, 390, David. Alle anderen. In 10 Minuten geht's los. Wo sie stehen, ist vollkommen uninteressant. Gewertet wird da, wenn sie über die Ziellinie fahren, weil das, da beginnt die Zeitmessung. Die Männer starten eine Minute nach den Frauen. Das heißt, ihr habt Zeit, geht ein Stück zurück, damit ich sehen kann, wie viele Frauen überhaupt da sind. 5, 4, 3, 2, 1, los! Ich warte seit Wochen auf diesen Tag. Gasten, bitte auch leise. Gasten. 55, 6, 7, 8, 9, los! Zu den Rheinterrassen, über die Brücke, bis hin zu der Musik. Wo alles laut ist, wo alle drauf sind, um durchzudrehen.
da haben wir die ersten über dem Ziel. Die erste, die übers Ziel gegangen ist, war Claudia Maria Henneken mit der Nummer 387. Jetzt kommen schon die Männer hinterher. Sie haben schon ungefähr 30 Sekunden aufgeholt. Bei den Junioren, da sind die Franziska Sabat und Laura Ufer auch noch mit in der ersten Gruppe. Das heißt, die waren alle zusammen. Und jetzt sehen wir die erste Männergruppe hier hineinkommen. Die sind super schnell bei allem. Also, Position 34. So, jetzt warten wir auf die letzte Minute. Die letzte Runde. Das sind wir, ist der Maßstab. Wir fahren die letzte Runde. So, und das sind an Position 1. Das ist die letzte Runde jetzt. Oliver Engel und Lukas Nordhem, das sind die ersten. Das ist die letzte Runde. Ja, die, ihr müsst noch eine Runde fahren. Und hinter euch sind die Sieger. Wer wird es schaffen? Ja, los! Ja! Boah. Die haben beide den ersten verdient. Komm nochmal! Rein! Komm! Die Banane hat super, gehalten! Tour. Wunderbar! Alles Bestens! Dankeschön! Schaffen wir das im Viertel nach? Start Nummer 387. Claudia Henneken! So, meine Damen, alles tolle Ergebnisse, die ersten fünf, also nach 90 Minuten, 2,5 Rollen, war Oliver Engel. Herzlichen Glückwunsch, sehr schön.